Hallo und herzlich willkommen zurück zu Haro und Artax und Renton spielen Resident Evil. Schreibmaschinen-Simulator. Schreibmaschinen-Inventarbox-Simulator. Das ist mit das Einzige, was hier angezeigt wird. Bist du denn genau? Fühlst du dich bereit jetzt wieder? Ja. Hat unsere Kuscheleinheiten dir... Wir haben nicht gekuschelt. Das wollte ich nur klarstellen. Einer von diesen drei hat Homophobie. Ach ja. Nee, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Wir wollten in den Ostflügel, ne? Genau. Also du, rechts. Ohne sagen, okay, dann müssen wir nach rechts. Osten ist immer rechts. Ha. Ja. Ha. Ha. Können wir. Pfeiler. Ja, nee, ich bin nicht ohne Grund da stehen geblieben. Okay. Ich wollte was prüfen. Habt ihr jetzt jedes Mal dahin kommen? Ja. Und ich habe mich hinter einem Mini-Pfeiler sicherer gefühlt. Kann ich dir wenigstens vor dir nicht großartig attackieren? Ich gucke jedes Mal, wie die Musik einfach angeht, so Richtung Artax, weil ich schon die Reaktion in seinem Gesicht sehen will. So von wegen, oh Gott, nicht noch mehr Hunter. Wetten jetzt in der Eingangshalle welche? Nee, hier. Ich springe ja auch einfach von so einem Ding runter, ne? Vielleicht ist ja auch Günther mittlerweile mal runtergekommen. Günther ist mit von Hunters getötet. Die Musikkulisse ist gerade, die Geräuschkulisse ist gerade echt sehr schön. Da wird auch schon so eine große Uhr einfach noch irgendwo stehen. Heutzutage ist es alles digital. So eine große Uhr mit Display. Einfach ein iPad drin ist. Wir haben ja da noch eine rote Tür unten, nur. Lass mal die mal benutzen. Ja, stimmt ja. Boah, dass wir die offensichtlichste Tür noch nicht genommen. Hier muss doch irgendwann mal ein fetter Fight sein, oder? Nee. Hier muss man so oft durch glaub, und das ist einfach so ein großer Raum. Ich glaube, das ist tatsächlich der einzige Raum, wo nichts passiert. Ach, guck mal, was du auch dafür wieder Kamera wechselst hast. Yay, wir brauchen den Schlüssel nicht mehr. Ja, natürlich. Nein. Oh, was ist denn mit den anderen Räumen? Ja, dann müssen wir dafür noch andere Schlüssel finden oder den Dietrich verwenden oder so. Ja. Egal. Ich finde es immer wieder gut, wenn das Spiel sowas sagt, von wegen, wir brauchen diesen unnützigen Gegenstand jetzt eigentlich gar nicht mehr. Es gibt ja vielleicht noch mehrere Schlüssel. Was ist das? Gehen wir bitte nochmal zurück. Was ist das? Ach, Embryos oder was? Oder Ratten? Oder was soll das sein? Ein Reagenzglas. Das sind große Eicheln. Ey, da leuchtet was unten. Hm, ich will mich aber nicht bewegen, weil bis jetzt habe ich noch nichts getriggert. Da steht einfach SS an der Wand. Nee, 22. Nein, da steht SS an der Wand. Das ist eine Villa von einem alten Nazi. Okay. Hier ist ein handgeschriebener Eintrag. Kein Datum. Keins? Alter. Kein Datum. Da weiß man ja gar nicht, wann es geschrieben wurde, quasi. Ja. Es ist alles unverändert. Ich hätte nie gedacht, dass dieser Raum, den ich als reines Experiment entwarf, sich so auszahlen würde. Ich kann mich hier eine Weile sicher verbergen, denn niemand kennt das Geheimnis hinter diesem Gemälde. Nicht einmal Sir Spencer. Okay, schreibt eigentlich jeder knallharte Typ, der hier irgendwie herumläuft, ein fucking Tagebuch oder was? Ein undefinierbares Organ. Das könnte von einem Menschen oder von einem Tier stammen. Cool. Jetzt so trinken? Fragezeichen. Wo bin ich denn gerade hier? Du bist hinter der... Da lang muss ich. Aber vielleicht soll ich mir meinen Globus an. Okay. Aber guck dir mal die Gemälde an, weil da hat ja irgendwas Sir Spencer... Ist wahrscheinlich... Oh! Rippen. Das heißt, wir können noch dreimal speichern. Dreimal speichern. Zusätzlich. Also haben wir jetzt noch 5 Stück. Ne, 6. 6. Ne, 7 eigentlich. Ne, doch 6. Die ist aber sehr traurig, diese Frau. Ja. Mit den Augen. Ja. Kann ja ein Teleskop sein. Okay, ich habe alle Bilder abgecheckt, die man abcheckt. Kann man da vielleicht durchgucken? Ist der Raum denn jetzt der grüne, oder? Kann man durch das Teleskop vielleicht durchgucken? Okay, dann gibt's hier wohl doch nichts. Schade. Das sah so aus, ob hier ein Rätsel wäre. Vielleicht ist da irgendwie... Da auf der anderen Seite, da ist ja noch ein... Nee, da ist doch noch ein nach hinten gehen. Aber den Raum haben wir auch noch nicht gecheckt. Oh Gott. Sehr gut. Gut, dass die künstliche Intelligenz dieses Spiels genauso dumm ist wie der Zombie.
Und wie Artax. Das meine ich. Alter, dieser dumme Zombie. Oder das Messer. Wow. Der ist tot. Reicht dir das? Nee. Ach so, und der steht mir noch auf. Man sieht auch nicht, ob der blutet. Doch, ich glaube, doch, da kommt das Blut. Ja. Sag doch, also, Leute, ihr könnt auf mich verlassen. Direkt mal einen Dolch auf ihn. Ja, ich glaube, wenn wir direkt mal nachladen. Auf dich verlassen, dann sind wir verlassen. Ey, ich wäre gern bei den Verlassenen. Sylvanas wäre dann eine Freundin von mir. Ja, Schmuckkästen. Kannst du ihn öffnen? Ich glaube, da... Da sieht es aus, als da ein Wolf rein Oder vielleicht, wir haben ja auch noch einen Edelstein. Ich habe gerade mal gedacht, wie es in Real Life aussieht. Das ist einfach chill, die ganze Zeit das Ding so einfach dreht. Das ist die. Nein, das ist der Wappen der Templer. Ja, das Tempelorden. Drück mal auf Prüfen. Vielleicht ist das ja ein Tempelorden und das ist der Grundleger für Assassin's Creed. Oh, ist alles miteinander verknüpft. Vielleicht Far Cry Primal ist mit Assassin's Creed Unity verknüpft. Vielleicht sollten wir. Gesundheit. Von etwa 4 cm Durchmesser. Was interessiert mich, wie groß das ist? Das ist komisch spezifisch. Ja, aber guck mal, das sieht doch. Das Blaue sieht doch schwer aus nach einem Wolf, oder? Wo? Oh. Oder? Ich würde sagen, da kommt die Wolfsmünze rein. Ja, aber das ist. Guck mal, das ist vertieft. Da kommt doch keine Münze rein. Das sieht eher nach. Nach einem Edelstein aus. Ja. Ernsthaft? Okay. Das sah nicht aus, als ob das in eine Spitze zuläuft. Wieder ein Puzzle. Oh Gott. Geil. Puzzle-Simulator. Komisch beruhigend. Kannst du das irgendwie drehen? Ja doch, LB kannst du das drehen. Ja, so sieht es nicht aus. Ich war bei sowas nie gut. Warum? Ja doch, also mit ein bisschen Ruhe und ein wenig Reden kommt man eigentlich schon ganz gut. Kommt man eigentlich schon ganz gut zurecht. Ach ja, nee, so. Nee, der Zipfel. Der Zipfel. Versuch mal reinzulegen. Geht es? Nee, irgendwas, ich glaube, das... Dann nutzt erstmal die anderen Teile, glaube ich. Das muss irgendwie... Du kannst ja vom Farbverlauf auch... Guck mal, das müsste glaube ich, unten da dran passen. Nee, nochmal drehen. Nee. Mach mal nochmal das große Stück ab, das erste. Doch, warte mal, das sieht da ganz gut aus. Dann müssen wir das andere Stück. Ich glaube, das oben, das stimmt schon mal. Drehen wir nochmal? Nein. Ne, das große nochmal weg. Ja, will ich. Ah, so. Und jetzt nimm das Stück, was du gerade hattest, und leg das unten da an. Ach so, meinst du? Nee. Nee, das passt, glaube ich, nicht. Nee, leg erstmal das ab und nimm das, was du guck zuletzt... Guck erstmal die dunklen Teile, würde ich sagen. Ja, okay. Ah, okay, jetzt. Er hat seine eigene, sehr gut. Seine eigene Art und Weise, Puzzle zu lösen. Ja. Ich höre nicht auf Leute wie euch. Gut, dass dies ein Gruppen-Let's Play ist. Warte, ich mache jetzt das andere. Die Steuerung für ein Puzzle ist scheiße. Nee, nochmal drehen. Ja. Ah. Gefickt eingeschält. Jetzt haben wir das einfach falsch rum. Oh, doch nicht. Was ist das? Oh, cool, Hogwarts. Endlich kann ich beitreten. Ich finde auch immer geil, wie dieses Swipen einfach initiiert, dass ihr einfach die Box so über die Schulter wirft. Du kommst nach Gryffindor. Yeah. Ohne sprechende Mut. Überprüfen. Das ist ein Teil von dem Schlüssel. Oder es ist sogar ein Schlüssel. Das hat sich ein Schlüssel verwandelt, auf magische Art und Weise. Wie konnte das nur ein Schlüssel sein? Die Digimon-Mucke reinfügen. Ja, wirklich. Wappenschlüssel. Oh, wow. Zeig das Wappen der Familie Spencer. Okay. Raccoon City. Wo ist die Box hin? Die hat er weggeschmissen. Hinter sich. Apropos hinter mir. Da sind noch blau und rot und grün. Ja. Und grün, also grün und blau. Das könntest du vielleicht mal wieder aufnehmen, damit wir mal was für gegen Gift. Für Rosé haben. Für Rosé und für was gegen Gift. Das ist wieder so geil. Willst du mich verarschen? Die brauchen sie jetzt nicht. Ja, wahrscheinlich sind die dann für einen späteren Gebrauch. Wahrscheinlich hast du irgendwann einen Charakter, der so todkrank ist und dafür brauchst du dann die speziellen blauen Kräuter, die du bisher nicht aufheben konntest. Kannst du irgendwas mit dem Spiel machen? Hey, da geht's noch weiter, oder? Nö.
Okay. Dann wieder zurück vielleicht? Ja, muss ich ja. War da irgendwas? Ich hab's schon vergessen. Nö. Ja. Nee, ich glaube nicht. Da war wir ja können geradeaus jetzt gucken. Genau. Wenn da. Geht's ja auch durch? Geradeaus? Okay, keine Musik. Na gut, okay, ich kritisiere auch keinen an. Der krasse Beat ihrer Schritte. Oder hat sie sonst noch nicht? Die Schubladen sind leer. Okay. Sieht nicht aus, ob dieser Schrank eine Schublade hätte. Okay. Okay. Vielleicht da in der die war so eine Lampe. Der war. Ach. Oh. Wo wollen wir denn jetzt hin? Ah, erstmal wieder in den schönen großen. Mit ganz vielen Eingängen endenden Raum. Ja. Wo wir eben noch drüber gesprochen haben, dass der garantiert irgendwann mal einen Bosskampf beinhaltet. Okay, gehen wir mal auf die Karte vielleicht. Wir müssen jetzt mit dem Schlüssel wahrscheinlich nochmal Türen öffnen, die wir jetzt noch nicht geöffnet haben. Karte. ja, wir könnten... mich verwundert dieser eine Raum da unten rechts. Da ist aber keine Tür. Der halt einfach noch... Wahrscheinlich sind es einfach nur Zwischenräume, die wir halt nicht erkunden können. Genauso wie genau in der Mitte. Also über uns quasi. Von dem Raum. Das ist auch so ein Zwischengang, der nicht begehbar ist. Na egal. Ich würde sagen, oben sehen. Rechts lass neben dem Rosé-Raum. Da ist ja noch ein Raum, der unentdeckt ist. Okay. Was? Wollen wir da mal hin? Dann gehe ich aber von... Nee, warte mal. Da oben war der Jäger drin, oben rechts, ne? Und wo oben rechts? Oben rechts, wo Bombastus gestorben ist. Ja. Nee, aber komm. Der Jäger, den haben wir noch getötet. Geht mal nochmal unten rechts, rechts. Und wohin möchtest du gehen dann? Da gucken in den wir uns noch. Gang etwa? In nee. Das rote L, oder was? Ja, da. Richtung rotes L mal. Da. Der nicht eingeblendete Raum, da ist eine Wand, da ist nichts. Ja, egal, aber lass uns trotzdem mal. Da kommen wir eh um zur Schreibmaschine, wo ihr hin wolltet. Ich will aber nicht durch das L gehen. Na, ja, komm. Und? Ja, und? Try it. You can do it. Just do it. Just do it. Nein. Nothing is impossible. Ey, ein Arsch. Ja. Da ist ja doch eine Tür. Nee. Das ist warte, aber der hat ja von einem... Vielleicht können wir ja jetzt... Weißt du, vielleicht... Sind hier ja noch Zombies? Der hat doch davon gesprochen, dass hinter einem fucking Bild ein scheiß nee, Eingang ist. Spencer. Ja. Selbst für Spencer weiß... Weißt, weil das... Irgendwas. Weil das... weil der andere Raum, der... Wo wir gerade waren, ja dahinter war. Weißt du? Ja. Vielleicht konnte er von da aus in dem ja, aber dann Bereich dann gucken. Noch rot, oder? Wenn er noch ein Rätsel zu sehen ist. Ja, aber bei dem L war er noch. Hallo Hunde. Jetzt sind wir bereit für ein bisschen Doggy-Action. Dabei gefällt mir Doggy Style eigentlich ganz gut. Mhm. Kann man da vielleicht die Vitrinen da wieder öffnen? Die sind mir scheißegal. Oh, yay! Das wollte ich gar nicht. Essen, aber dann ist da noch ein Rätsel. Das ist ja nicht ein scheiß Magazin. Oh. Wow. Geil. Deswegen war der... Du meinst, ist er... Oh, okay, er ist immer noch rot. Vielleicht ist dann... Er, vielleicht ist da noch was. Mhm. Okay. Ich dachte, vielleicht war da was an der Wand. Ich meine, hinter aha. Hinter der Dinges, wo wir weggeschoben haben. Nö. Ich hätte auch da kurz gedacht, ob da nicht ein Eingang wäre und, oder so. Und weiter. War hier noch eine... Ja. Ah, okay. Hm. Fällt die andere Richtung? Ah, okay, ne, kannst du doch was aufnehmen. Ey, cool und deutsch. Jetzt? Check it. Nice. Ja. Dieser Raum ist keine Gefahr dieser mehr. Dieser Raum ist no danger for us. Aber ich könnte mal, ist euch aufgefallen, dass ich jetzt andauernd erst die Karte aufmache und dann das Inventar? Jetzt bist du genau in dem umgekehrten ja. Psychodrama. Was wollte ich denn machen? Genau, das wollte ich machen. Sehr gut. Hier unten war auch ein Speicherraum, ne? Ja, und genau. Wir müssen aber aufpassen, da ist irgendwo... Was? Hallo! Jedes Mal! Ach ja, das, was grün ist, da wo wir
vor der Treppe im Speicherraum waren auch nochmal, glaube ich, schnell Zombies. Ne, hier waren zwei drinne, die wir aber mal abgefackelt haben. Da bin ich mir ganz sicher. Ja, hatten wir auch, aber... Oh, ja, die hat scheiß Jäger drin. Wollen wir das vielleicht uns aufbewahren für die nächste Folge? Ich wäre dafür, wenn wir uns das aufbewahren für niemals. Ja. Wir bewahren uns das auch für die nächste Folge und das letzte Spiel wird hier jetzt abgebrochen. Wir spielen jetzt aber nicht weiter. Genau. Wenn ihr das selber spielen wollt, dann kauft euch das Kackspiel. Genau, unsere Empfehlung, 8 von 8. Zombie-Fingernägeln oder sowas. Alles klar, haut da rein, bis zur nächsten Folge von Resident Evil. Evil. Happy. Mega. Mega.